Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, oh, die Leute, das ist hier immer noch da. Wer hätte sowas für den für Möglichkeiten? Die ist die Lache immer noch da ist, die man in den Speicherstand ladet. Ja gut, südöstlicher Wald. Sollen wir hier lang? Ich denke mal, ich gehe da, wo der Baum lag. Ja, wir haben das letzte Mal hier den sprechenden Baum gesehen, wo wir uns dann gleich vorkamen, als wären wir hier bei Herr der Ringe. Dann gehen wir jetzt tiefer. Was? Wieso sind die denn wieder da? Komm schon. Papa lässt nicht lange auf sich warten. Ja. Die Borke haben... Oh, Mann. Ja. Hallo. Lässt du mich wohl wieder los? So. Den Wald haben wir gefällt. Oder erschlagen. Oder geschlagen. So. Gehen wir jetzt nordöstlichen Wald, südöstlichen Wald. Oh ja, die Eichel suchen. Dann noch ein Grabstein, soweit ich weiß. Da haben wir noch mehr Hallas. Was? Na los. Als wenn ich vor denen Angst haben müsste. Schämt euch. Was das schon? Opfer des Fluches. Ah ja, da haben wir die Frau von dem. Oh ja, jetzt können wir erstmal ein bisschen rumquesten hier. Ich will hoffen, dass ich noch einen Heiler finde. Noch einen guten Händler finde, der. Denn ich wollte eigentlich kurz noch sehr viele Tränke, bevor ich in die dunklen Tiefen gehe, in die tiefen Wege. Bitte, Hilfe, hör zu. Ich bin nicht das seelenlose Tier, das ich zu sein scheine. Nun ja, du sprichst mit mir. Für mich seht ihr eindeutig wie ein Werwolf aus. Was ist mit euch geschehen? Sie... Ich bin verflucht und wurde in diese Kreatur verwandelt. Der Fluch, er brennt in mir. Ich bin in den Wald geflohen. Die Werwölfe, sie haben mich aufgenommen. Aber ich musste zurückkehren. Ich musste einfach... Vorsicht! Diese Werwölfe könnten uns eine Falle gestellt haben oder so. Man weiß ja nie. Ihr seid ein Mensch. Ich war einst eine Elfin vom Volk der Dalish. Wisst ihr etwas über meinen Clan? Mhm. Ihr seid nur eine Dalish, die schon zu einem Werwolf geworden ist. Euer Hüter... Zathran hat mich hergeschickt. Der Hüter hat euch geschickt? Dann sucht ihr Schattenreißer? Ja, habt ihr ihn gesehen? Das habe ich, aber es ist nicht so, wie ihr denkt. Aber wir haben keine Zeit für Erklärungen. Bitte hört mir zu. Ja, ich höre. Mein Name ist Delilah. Mein Ehemann, er heißt Athras.
Ich bitte euch, überbringt ihm eine Nachricht. Oh, die arme Frau. Sie hat schlimme Schmerzen. Mein Halstuch. Bringt es ihm. Und sagt ihm, dass ich ihn liebe. Sagt ihm, dass ich tot und bei den Göttern bin. Ich flehe euch an. Ich habe mit Arthras gesprochen. Er macht sich Sorgen um euch. Ich will, dass er Frieden findet. Er ist ein guter Mann. Bitte lass nicht zu, dass er beim Gedanken an mich leidet. Oh, diese Schmerzen. Oh, der Fluch brennt wie Feuer in meinem Blut. Bitte, macht ihm ein Ende und macht es schnell. Es muss eine Möglichkeit geben, euch zu heilen. Magie hat keine Wirkung auf den Fluch. Ihr müsst ihm ein Ende machen. Das kann ich nicht tun. Ich bringe euch zurück. Ich bringe euch ins Lager zurück. Nein! Nein! Er darf mich nicht so sehen. Ich. Haha, so kriegen wir auch noch die XP, um sie zu besiegen. Und wir leben. Und wieder was gelernt. So, haben wir Elfenwurz. Wenn wir jetzt hier lang weitergehen, dann kommen wir gleich am nächsten. Wow! Ich hasse diese Viecher, ey. Die erschrecken einen jedes Mal. Da haben wir dann den anderen Eingang. So. Von hier aus können wir dann unsere kleine Exkursion gleich fortsetzen. Ups, aber nicht wieder zurück. Halla, halla, halla. Haha. Hier lang kommen wir noch nicht. Dafür brauchen wir die Eiche. Oh nein, jetzt geht das los. Wow. Oh Mann, das wird anstrengend. Ich finde, teilweise sind hier die normalen Gegner stärker als Bosse. Hallo? Geht's noch? So, du bist erledigt. Perfekt. Gut, fangen wir an. Das ist noch nicht der schwerste Gegner hier in diesem Wald. Keine Sorge, wenn es soweit ist, werde ich sagen, wo ich damals sauf verreckt bin. Da haben wir die Lieder da oben getroffen. Gut.
Tot. Nächster. Tot. Nächster. Hey. Wir speichern nach jedem Kampf wie immer. Heute sind wir schon sehr weit gekommen, aber ich glaube nicht, dass ich das heute schon alles abschließen kann. Ja, da. Was? Zwei Ogre? Jetzt werdet ihr aber wahnsinnig. Was zum... Erster Ogre gefallen. Wow. Jung. Man muss so auf dem Ogre drauf rumhocken. Jung, das sieht doch lustig aus. Ne? Schade, dass die Dornranke im Weg ist. Und Song. Haha. Voll in die Stirn. So. Das war doch mal ein aufregender Kampf. Das sollte kein Problem sein. Gut, fangen wir an. Oh ja, das wird jetzt toll. Da haben wir den Grabstein, den ersten, den wir auch benutzen können. Danach können wir dann als mal mit Stacheldorn. Aber erstmal alles einsammeln hier. Da hinten lang gehen wir gleich, weil da müssen wir eh hin. Ach, klasse. Schon unterwegs. Bänder, Rüsthandschuhe. Was haben wir jetzt noch? Knochenberg. Und Todeswurzel. Okay, dann speichern wir jetzt. Ich glaube, hier finden wir auch wieder eine Rüstung, ziemlich starke. Wird erledigt. Rune Schutzes eigentlich den Grabstein bewegen. Ja, Moloch. Da haben wir es. Na toll. Ich würde erstmal auf die Kleinen gehen, weil die sind wahnsinnig gefährlicher als der Wiedergänger hier. Natürlich, wenn sich der Wiedergänger unbedingt mit einem anlegen will. Lässt sich das auch nicht ändern. Oh, ich hasse Wiedergänger. Allein den Schaden, den die anrichten, ey. Ja. Ist ja nicht mehr heilig. Oh ja, der kämpft auch noch gegen Skelett. Hier wird anscheinend überall gekämpft. Ein Lyrium-Trank einschmeißen. Was? Du hast gegen ein Skelett verloren? Ich glaub's nicht. Naja, lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern.
Oh, wenigstens der tot. Na also. Natürlich hätte ich jetzt aber... Ne, ich wollte jetzt nicht noch mehr Tränke verschleudern. Was haben wir hier, den Wiedergänger? Mal auch Plattenstiefel. Und schwere Plattenrüstung. Ja, mir geht's mehr hier um diese Moloch-Sachen. Die sind dann aber für jemand anders, weil... Du hast einen Gegenstand... Du hast einen der Gegenstände gefunden, die der Magier aus Tiwinter im Wald versteckt hatte. Die anderen liegen noch irgendwo dort draußen. Yep, die holen wir uns auch noch. Das ist nämlich eine sehr gute Rüstung für... jemand anders aus unserem Team. Juhu, ihr lebt wieder. Das üben wir nochmal, Alistair. So geht's ja nicht. So. Dann begeben wir uns auf die Suche nach Molochs Rüstung gleich. Da wir eh wieder dahin zurück müssen. Gut, jetzt reden wir hier mit dem alten Mann gleich, ne? Dann wir den Einsiedler. Oh nein, kein Werwolf und auch kein Geist. Was steht im Wald nur bevor? Ah. Wartet, seid ihr der Dieb, der die Eicheln der großen Eiche gestohlen hat? Das mag sein oder auch nicht. Seid ihr hier, um sie zurückzufordern? Was für ein Spaß! Aber wir greifen uns schon selbst vor. Stellt mir eine Frage, dann bekommt ihr eine Frage. Aber gebt mir eine Antwort, dann bekommt ihr auch eine. Oh, ich liebe es so sehr zu tauschen. Ihr wollt, dass ich euch eine Frage beantworte? Müsste nicht ich zuerst euch eine Frage stellen? Ist das denn keine Frage? Würdet ihr eine Frage erkennen, wenn sie euch gestellt würde? Das hoffe ich doch. Nein, das ist keine Frage. Und wenn es eine Antwort ist, dann ist es die Antwort auf eine Frage, die ich nicht gestellt habe. Habt ihr keinen Respekt vor den Regeln? Seid vorsichtig, grauer Wächter. Das ist kein gewöhnlicher Mann. Er ist Magier. Und auch wenn er vermutlich verrückt ist, ist er dennoch mächtig. Es ist nicht fair, Magier zu einem Ratespiel mitzubringen. Haltet ihr euch jetzt an die Regeln oder nicht? Also, würdet ihr mir gerne eine Frage stellen? Ich glaube, ihr seid jetzt mit Fragen dran, oder nicht? Habt ihr die Eichel der großen Eiche? Plötzlich wird mir alles klar. Ihr hier, der sprechende Baum dort, jetzt ergibt alles einen Sinn. In der Tat, ich habe die Eiche dieses Baumes. Ja, ich habe sie gestohlen. Und es war ganz leicht. Der dumme Baum hätte sie einfach sicherer aufbewahren sollen. Dieb, Wenn ihr sie wollt, müsst ihr mir im Tausch etwas dafür geben. Und ich will nichts von diesem dummen Baum. Keine Blätter oder Zweige oder so etwas. Aber das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Eine Antwort für eine Antwort. So läuft das. Möchtet ihr mir eine weitere Frage stellen? Darf ich? Oh ja, ja, das würde ich gerne. Also gut. Was wäre eine gute erste Frage? Oh ja, wie heißt ihr? Ihr könnt mich Aiden. Aha, das behauptet ihr. Die haben euch geschickt, nicht wahr? Aber ihr seid zu raffiniert und versucht, mich reinzulegen. Ich bin euch auf der Spur, nur damit ihr es wisst. Aber jetzt dürft ihr eine Frage stellen. Fragt, fragt schon. Ihr traut euch ja doch nicht. Mhm. Besitzt ihr etwas, das ihr tauschen würdet? Was hätten wir denn da? Ich hätte hier eine Eiche, einen Helm, den ich gefunden habe, oder ein Buch, das ich vor Jahren gelesen habe. Aber ich tausche nur mit euch, wenn ihr auch etwas Interessantes anzubieten habt. Das war die Eicheln.
fürs Quest. Und was habt ihr mir für diese Eichel anzubieten? Ich habe ein paar Dinge im Wald gefunden. Oh ja, hier sind viele Dinge verborgen. Wahre Schätze. Was sagt ihr zu diesem Silberring? Hä? Ich hatte auch einmal so einen Ring. Aber diese hier glänzt sehr hübsch. Ja, ich nehme ihn. Gebt ihn mir. Also, das wäre erledigt. Was steht denn als nächstes auf eurer Liste? Hm? So, ich sollte gehen. Oh, ich verstehe schon. Ihr werdet denen jetzt Bericht erstatten, oder? Gut, dann auf Wiedersehen. Den sehen wir nochmal wieder. Ich habe erstmal nur die Eicheln interessiert. Und die Elfenwurzel hier. Wir müssen noch mehr Sachen sammeln. Für den Helm. Das Buch interessiert mich nicht wirklich. Sagen wir mal so, ist es unnütz. Gut, hier haben wir die berühmten Bäume geschlachtet. Da kommen wir noch nicht weiter durch, dafür müssen wir dem Baum die Eicheln geben. Und zum Grab müssen wir auch noch. Jipp, jetzt gehen wir erstmal zum Grabstein. Holen uns das nächste Teil der Rüstung. Müsste eigentlich hier schon sein. Kann natürlich auch sein, dass das das nächste ist. Ja, los, komm. Haha. Geh down. Wie ihr wünscht. Der Verderbniswurf. Das sollte kein Problem sein. Und wieder Geld. Grabstein, wir kommen. Da haben wir ihn ja. Ich glaube, da kommt wieder ein Wiedergänger. Die Toten liegen hier eh schon rum. Den Grabstein bewegen. Was? Was hat mich da erwischt? Wow. Hätte ich das nur eher gesehen. Nein! Oh, na klasse. Ich sag ja, dieser eine Kampf gegen die drei Bäume war nicht der schwerste Kampf. Jetzt schnapp ich mir zuallererst die Magier, dann noch den... Boah, ich hasse es.
Da mit dem Wiedergänger. So ein Schrott am Haus. Noch irgendwo Magier? Nein, zum Glück nicht. So, und jetzt auf hier mit Gebrüll. Fall endlich um. Na, endlich. Jetzt stirbt er beim letzten Kerl noch. Ey, das ist jetzt nicht wahr, oder? Da lebt noch einer? Ihr Idiotenpack! Oh mein Gott, musste das denn jetzt sein, Alistair? Wie ihr wünscht. So, wir Moloch-Helm. Goldene Eichel, wir kommen. Tralala. Ja. So, die ist sofort eine Stufe aufgestiegen. 33 Magie. Kann dann aber immer noch nicht diesen verdammten Stab tragen. 36 Magie, ey, klasse. Aber das wird auch nicht mehr lange dauern. Und so, jetzt kriegst du deine Eichel wieder. Meine Eichel ist noch immer verschwunden. Deshalb frage ich euch. Der Einsiedler hatte eure Eichel, aber er wird sie mir nicht geben. Ist das hier die Eichel? Meine Freude ist unermesslich groß. Meine Saat ist zurück. Das ist grandios. Hier ist euer Lohn, wie abgesprochen. Seine Magie ist vollkommen und ungebrochen. Tragt ihn stets bei euch, werft ihn nicht fort. Dann droht euch keine Gefahr mehr an diesem Ort. Alles Gute für euch in Zukunft und jetzt. Ihr habt meiner Trauer ein Ende gesetzt. Mögen eure Tage lang voller Sonne sein, eure Winter kurz und eure Wurzeln stark wie Gestein. Mhm. Nun ja, das ist sehr schön Baum. Weiter geht's. Jetzt müssen wir zur einen Stelle gehen, wo ich gerade gesagt habe, wo wir hin müssen. Das lässt sich die Barriere passieren. So, gute Sache. Der Wald war nicht wachsam genug. Ihr kommt immer noch. Ihr seid
stärker, als wir erwarten konnten. Die Delish haben eine gute Wahl getroffen. Aber ihr gehört nicht hierher. Verlasst diesen Ort. Warum kann ich nicht versuchen, diesen Streit beizulegen? Die verräterischen Delish schicken euch, um Schattenreißer zu töten. Ich werde nicht untätig dabei stehen und das zulassen. Will Schattenreißer nichts tun, nur mit ihm reden. Ich glaube euch nicht. Dieses Risiko werde ich nicht eingehen. Ihr seid in unser Zuhause eingedrungen. Ihr wollt töten, wie alle eurer Art. Diese Lektion habt ihr inzwischen gelernt. Ihr beschützt uns Schattenreißer. Hier haben wir Namen und werden geschätzt. Wir verteidigen Schattenreißer und diesen Ort mit unserem Leben. Gut, ja, um mehr Erfahrungspunkte zu kriegen, erstmal auf diese Wölfe hier. Erster weg. Zweiter weg. So, und dieses Windläufer nur noch da. Das mit dem Helm sein, das sehen richtig cool aus. Da hat er richtig reingepasst. Wie du da die Augen durch die Schlitze gesehen hast. Aber warum glaubt er mir das einfach nicht? So, jetzt geht's. Grabstein Knochenberg, das ist jetzt der letzte Kampf um die Rüstung. Der Dämonenstatus Onyx, Glück. Okay, dann zeig mal, was du kannst. Tja, da kannst du schon mal nichts. Nur wenigstens kannst du das. Die andere knacken wieder auf dem Rückweg. So, mal speichern. Los geht's. So. Noch sehe ich keinen Magier. Okay, jetzt kann's losgehen. Zack. 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 Und Doppelschlag. Wow, was ist denn hier los? Oh ne, laden wir das lieber mal. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und außerdem will ich das alles auch mal einen dieser Kämpfe überleben. Dann schnappe ich mir also zuallererst die ganzen Bogenschützen. Gut, damit kann ich was anfangen. Den Grabstein bewegen und passe gleichzeitig auf, dass alles da nichts passiert. Eins. Zwei. So. Und der letzte. Ah,
Ah, hier muss ich jetzt mal ein bisschen taktisch vorgehen. Die beiden kriegen hier irgendwie Schaden. Also geht ihr da hin, so. Du hier weitermachst. Gut. So, das war's für dich. Oh, oh. Heilung ist gel- Wow. Das ging schnell runter. Eigentlich hat er jetzt keine Chance mehr. Sagt sich nicht. Haha. Aber das war nicht der letzte Wiedergänger. Den einen treffen wir noch. Da bin ich mir eigentlich so ziemlich. Ah ja, wir kriegen. Beschäftigt euch etwas? Nein. Jetzt gerade nicht. Und das war's, die komplette Moloch-Rüstung. Ein Wiedergänger treffen wir noch, aber das hat andere Gründe. Du hast die drei Gegenstände gefunden, die der Magier aus dem Winter. Fehlt noch einer. Oh, es gibt doch noch einer. Oh, wo könnte er sein? Den Helm habe ich. Hä? Ich dachte, das wären sie jetzt alle. Ja, wir werden schon sehen, wohin das führt. Eindringlinge haben uns getäuscht, um ins Herz des Waldes zu gelangen. Rückzug zu den Ruinen! Beschützt die Herrin! Mhm. Du willst dich doch nicht wirklich mit mir anlegen. Nee, hab ich auch nicht gedacht. Seid wachsam. Ich glaube, wir... Jupp, wir wollen weiterziehen. So, dann gehen wir da jetzt mal rein. Wird erledigt. Ist das elfischen Ursprungs? Haben die Elfen auch im Untergrund und gelebt, so wie die Zwerge? Werwölfe, juhu! Genau, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich den finde. So, hier unten geht's weiter, aber da kommen wir jetzt noch nicht lang, weil hier die Tür zu ist. Also gehen wir erstmal hier lang. Da ist auch nichts, also hier lang. Ein Tiefenpilz. Da ist eine Geheimtür. Wie man auch schon an der Karte hat gesehen. Wie ihr wünscht. So. Hier haben wir nochmal Schutz. Einen Schwachen brauche ich gerade nicht. Ach, hier geht's auch nicht weiter. Gut. Aua. Achtung! Juhu, meine Spinnen sind wieder da. Kreaturen wirken ein klein wenig wütend. Na, klasse. Und jetzt haust du ab. Nein! Helft mir!
Ja, hallo, ist jetzt mal genug? Was eine Schlacht. Gut, dann fangen wir an. Da lang geht's, gehen wir erstmal hier lang. Warte mal, ich meine mich zu erinnern. Es ist jetzt nicht da, wo ich denke, dass... Oh doch, wir treffen gleich einen sehr netten Gegner. Nee, das musste hier sein. Wie habe ich's geahnt? Das sollte kein Problem sein. Gerade auch noch ein... Der Drachentypen, die ich... jetzt habe ich es verraten. Ja, da kommt gleich ein Drache. Oder kommt der erst in der nächsten Episode? Ah, 50-50 Chance. Nee, ich hasse Drachen. Gut, fangen wir an. Wie ihr wünscht. Ich würde mal so sagen. Den besten Kampf gegen einen Drachen hatte ich gegen den hohen Drachen in Dragon Age 2. Der hat mich sehr lange beschäftigt, und zwar so lange, dass ich keine Heiltränke mehr hatte und nur noch mit dem Magier hin und her gerannt bin. Das war schon sehr lustig. Ja, wir kriegen den Drachen noch in dieser Episode. Ich habe kein gutes Gefühl. Wollen wir nicht umkehren? Nein. Direkt vor uns. Nein! Du Idiotin, zu spät gesagt. Ich frage mich, wo der hier wieder hier reingekommen ist. Hallo? Da haben wir ihn. Oh, toll, ich bin betäubt worden. Nein! Aufhören! Sofort! Boah! Nein, ich werde gefressen! Puh, nochmal Schwein gehabt. Ich hasse Drachen. Und die Drachen hassen mich. Ich finde da. Aber ich bin gut zusammen. Drachen. Drachen, Junges, haben wir schon Drachen, ja. Aber es ist immer noch nicht der schwerste Drache des Spiels. Im Teil 2, dieser scheiß hohe Drache, der hat mich wirklich. Ich will jetzt die fies sein, aber der war doch schon ein bisschen hart. Nicht mal der Drache selber, sondern in Dragon Age 2, sondern dass der Drache auch noch die ganze Zeit konstant hier Nachschub an Truppen hat. Ey, das hat mich so sehr genervt. Aber wenn wir bei dem Spiel angekommen sind, werdet ihr das noch früh genug sehen. Clanschild. Und nächste Truhe. Ach, klasse. Darf ich da ganz am Ende des Spiels nochmal alles durchsuchen? Hui. 69 plus 2 Schaden. Schnelles Zielen. 19 Gold. Juhu. Naja, das ist ja mein... nehmen wir mal mit. Freund der Toten. So, mal kurz nachgucken.
69. Plus 2 Schaden, schnelles Zielen. Ja, da ist die hier besser. Sie hat plus 2 Schaden, cool. Jetzt hast du wieder einen Bogen. Mach was draus. Jupp. Ja, das wird noch richtig lustig. Aber bevor wir Teil 2 kommen, haben wir noch ein paar harte Kämpfe in Awakening vor uns. Oh Mann. Kommt nur, kommt nur. Hey. Wird erledigt. Und Wirbelsturm. So. Oh, klasse. Hallo. Ja, selbst Skelette können fies sein. Verdammt. Immer noch am Leben? Alles nehmen und wieder eine verschlossene Truhe. Und öffnen. Ja, eine Dalish-Rüstung verstärkt. Wusste das meine ich aber viel besser. Wird erledigt. Knochenberg. Und ein Skelett. Gut, das war schon hier. Cool. Okay, ich kümmere mich um die Säge. Hallo? Ich glaube, dir geht's nicht gut. Ich hasse es. Gut, dann sind wir hier fertig. Suchst du deine Mutter? Ich kann dir bei der Suche helfen. Mami! 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 Ach, halt die Klappe. Das ist doch sinnlos. Beruhig dich. Was siehst du? Leblose Bastarde! Wow. Ach du Schande. Skelette!
Oh, wow. Oh, was ein Massaker. Machen. Grill alles. Boah, was für eine Schlacht. Da geht's weiter. Gut, dann gehen wir erstmal hier zur zerbrochenen Kiste. Wie ihr wünscht. Alles nehmen. Ein Sarkophag, den plündern wir natürlich auch. Ja, das Elfenritual, das muss ich auch noch lernen. Na gut, das muss ich gleich machen. Ah ja, das wird toll. So, das war's dann erstmal wieder für heute. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Dragon Age Origins.